Hallo liebe Gartenfreunde. Wie ihr sicher wisst, haben Wild- und Honigbienen es immer schwerer, in der freien Natur genügend Nahrung zu finden. Deshalb ist es wichtig, auch auf dem Balkon in der Stadt etwas für den Bienenschutz zu tun. Denn es gibt überraschend viele Balkonblumen, die den Bienen den ganzen Sommer hindurch wertvollen Pollen und Nektar spenden. Wie beispielsweise diese Vanilleblume. Heute zeige ich euch, wie man so einen bienenfreundlichen Balkonkasten bepflanzt. Wir bepflanzen unseren Balkonkasten mit einer blau-weißen Kombination aus folgenden Arten: Schneeflockenblume, Männertreu, Vanilleblume, Verbene, Leberbalsam und Fächerblume. Pro Kasten setzen wir 6 Pflanzen. Kauft einen Blumenkasten mit möglichst viel Volumen. Dann müsst ihr weniger gießen. Er sollte mindestens 25 cm breit und tief sein. Wichtig ist außerdem ein Wasserspeicher im Kastenboden. Zuerst bohrt ihr an den dafür vorgesehenen Stellen Löcher in den Kastenboden, damit keine Staunässe entstehen kann. Mein wichtigster Rat: spart nicht an der Erde. Billige Blumenerden sind oft nicht strukturstabil, enthalten wenig Nährstoffe und speichern das Wasser nicht gut. Ich nehme diese Aktivpflanzenerde mit Langzeitdünger. Sie versorgt meine Balkonblumen ein halbes Jahr lang mit Nährstoffen. Jetzt füllt ihr unten etwas Erde ein. Danach werden die Pflanzen ausgetopft und platziert. Trockene Wurzelballen taucht man einfach vor dem Einsetzen in einen Wassereimer, bis sich kaum noch Blasen bilden. Hängende Arten wie diese Verbene setzt ihr dicht an die Kante. Dann wächst sie schön über den Kastenrand nach unten. Aufrechte Arten wie das Leberbalsam setzt ihr in den Hintergrund. Und achtet beim Pflanzen darauf, dass die Blumen genügend Wurzelraum haben. Die Topfballen sollten ungefähr 2 cm unter der Kastenkante liegen, damit das Gießwasser nicht überläuft. Jetzt werden die Lücken zwischen den Topfballen mit Blumenerde aufgefüllt. Drückt sie mit den Fingern an, damit keine Hohlräume entstehen und die Wurzeln guten Erdkontakt haben. So, fertig. Jetzt müssen meine bienenfreundlichen Pflanzen nur noch wachsen. Und ich bin gespannt, wann die ersten Bienen mein Blumenbuffet entdecken. Euch viel Spaß beim Nachpflanzen.